Ich finde es ganz wichtig, dass Tiere teuer sind. Die müssten viel teurer sein. Weil ich glaube, nur dadurch kriegst du im Moment einen Großteil der Sind sie Menschen. grundsätzlich so billig? Ich meine, guck dir doch mal an, wenn du heute eine Kobra willst, die kostet 50 Euro. Wenn du eine Maus willst, die kostet 8 Euro. Wenn du einen Kanarienvogel willst, der immerhin 10, 12, 15, 20 Jahre alt werden kann, wenn man ihn gut pflegt, der kostet auch an die 40, 50 Euro. Das ist nichts für ein Leben. Ja? Und ich finde halt, wenn du Tiere kaufen kannst wie Lollis. Ja, heute möchte ich einen grünen, morgen möchte ich einen gelben, und als der grüne im Weg, dann hauen wir den weg. Gretchens Gast. Auf mein weißes Sofa habe ich mir heute jemanden eingeladen. Als ich ihm begegnet bin, hätte ich sterben können. Also ich glaube, dramatischer kann man es gar nicht einleiten. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, um was es geht. Vielleicht doch, ich werde es dann gleich verraten. Dr. Markus Bauer ist mein Gast. Komm an meine Seite, ich freue mich. Wir wollen heute über ein sehr spannendes Thema sprechen. Grüß dich, hi. Hallo. Du hast ja heute schon gesagt, es war schon ein wilder Tag bis hierher. Gell? Also nicht so, wie du es gerne gehabt hättest, ruhig und beschaulich. Naja, gut, ruhig und bescheiden geht in dem Job wahrscheinlich schwer. Du bist halt immer drauf angewiesen, wer ruft an, wer braucht was, kommentiere oder kommen sie nicht. Und heute kamen eben viel zu früh, war später eingeplant, noch zwei Krokodile, die bei uns jetzt leben werden. Und da brauchst du eine Blutprobe und dafür brauchst du einen Tierarzt. Und ich war der Einzige und dann war so ein bisschen Panik angesagt. Aber alles gut gegangen, wir haben alles gut eingetütet, passt. Genau, jetzt könnte man so ein bisschen miträtseln, aber wir lösen es auch gleich auf. Stichwort Tiere viel. Bestimmte Art von Tieren, nämlich Reptilien, für die bist du zuständig. Du bist Chef der Reptilienauffangstation. Und wie nennt man jetzt korrekt deinen Beruf? Also ich bin ganz normaler Tierarzt, habe ganz normal Tiermedizin studiert. Mich dann so ein bisschen spezialisiert auf Reptilien, da kannst du einen Fachtierarzt machen. Es dauert dann nochmal 4 Jahre und dann habe ich erstmal an der Uni gearbeitet und so Sprechstunden für Reptilien gemacht, Vorlesungen gehalten, bla. Und irgendwann war damit Schluss, wenn du halt nicht Professor wirst, bis du deine 15 Jahre rum hast, gehst du halt in der Regel. Und das war so ein kleiner Glücksfall in meinem Leben, weil dadurch wurde ich eben Leiter der Reptilienauffangstation und das ist so ziemlich das coolste, tollste, schönste, anstrengendste, spannendste, blödeste, alles in allem, was man sich so vorstellen kann, wenn du so eben so ein Faible für Exoten hast, wenn du gerne jeden Tag ein neues Hobby entdeckst und dich da reinfressen willst, dann ist das der tollste Job der Welt. Reptilienauffangstation, welchen Wert hat die? Sie sitzt ja in München. Du hast mir jetzt vorhin noch mal gerade gesagt, sie gilt weltweit. Erklär es mal, damit wir die Reichweite Naja gut, kennenlernen. weltweit ist übertrieben. Wir sind Ja, aber hast du vorhin übertrieben. europaweit sind wir mehr oder weniger zugange. Stimmt, ich. Ja. Da hast du nämlich nicht richtig Ja, genau. Nee, ich habe jetzt. Der Fehler war bei mir. Okay. Nein, wir sind im Grunde ein spezialisiertes Tierheim, das eben hauptsächlich Reptilien, Amphibien, Fische aufnimmt. Das war so die Grundidee und das hat sich so im Laufe der letzten Jahre ein bisschen gewandelt, weil halt auch immer wieder mal ein Affe beschlagnahmt wird oder eine Raubkatze in München gehalten wird und da nicht sein sollte. Und dann haben wir anfangs da ausgeholfen. Mittlerweile ist das Teil unseres, ja, ich sag's jetzt mal ganz blöd, Leistungskatalogs, dass wir eben auch für kleinere exotische Tiere, Säugetiere noch mit da sind. Das heißt, wir haben im Moment einen Fuchs, wir haben ganz viele Waschbären, wir haben einen Nasenbär, wir haben einen Marderhund, eine Wildkatze, was haben wir denn noch? Zwischendrin mal ein Stinktier, ein Opossum, noch ein Affen oder auch mal eine exotische Wildkatze. Das ist ganz unterschiedlich. Unser Highlight im Moment sind gerade 4 Hirsche. Vier Hirsche. Okay. Also das hat sich ja schon erweitert. Es ist ja Jahre her, als ich mal eine Reportage gemacht habe und zu dir gekommen bin. Und damals schrieb ich in meinen Artikel, dass 900 Tiere ungefähr beherbergt sind. Wie ist es jetzt? Also wir machen ja immer zum Jahreswechsel eine sogenannte Inventur. Das heißt, wir gucken eben, welche Tiere sind noch da, wie viele Tiere haben wir insgesamt. Und dieses Jahr haben wir alle Rekorde geknackt. Wir waren am 1. Januar bei über 2000 Tieren, die bei uns gelebt haben. Und wir sind jetzt
fangen also im Januar immer an, neue Bestandsbuchnummern zu vergeben, sind jetzt bei an den 900 angelangt und das Jahr geht noch 4 Monate. Also ich schätze, wir werden dieses Jahr wieder 1200 bis 1500 Tiere aufgenommen haben. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, sind wir schon bei 3.500. Das ist es natürlich nicht. Wir vermitteln auch im Tierheim. Das heißt, die Tiere sollen nicht bei uns bleiben und da irgendwie zwischengelagert werden. Das wäre Blödsinn, sondern wir wollen natürlich, dass die auch wieder ein gutes neues Zuhause kriegen. Und sind da vielleicht auch ein bisschen anders als andere Kinder. Wir geben die Tiere also auch mit großer Freude an Privathalter ab, wenn die gut sind, wenn die wissen, was sie sich ins Haus holen und wenn sie diese für mich das wichtigste Kriterium überhaupt erfüllen, nämlich wenn sie sachkundig sind, also wirklich Ahnung haben von den Tieren, die sie da aufnehmen. Das checken wir auch, da muss man also viele Gespräche und E-Mails mit meinem Kollegen, dem Tom, über sich ergehen lassen, weil der fragt halt nach, der will es genau wissen. Ja, zum Glück, ne? Genau. Weil die Tiere sind ja auch erst zu euch gekommen wegen Inkompetenz. Richtig, und das ist uns eben ganz wichtig und lieber dauert es ein Jahr länger, bis wir einen Platz finden, aber der soll gut sein. Also ich frotzel immer rum, ich gebe Tiere gerne dahin ab, wo sie es besser haben als bei uns. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber im Grunde ist das die Idee. Die Tiere sollen eben, nachdem sie ein scheiß Leben hatten, bei uns erstmal gepäppelt werden, sie sollen bei uns ein gutes Leben haben und dann in ein noch besseres irgendwo weitergegeben werden. Und da ist es mir persönlich ziemlich wurscht, ob das ein Zoo ist, ob das ein Tierpark ist, ob das ein Privathalter ist oder auch eine wissenschaftliche Einrichtung, solange da keine Tierversuche gemacht werden. Hauptsache die Haltungsbedingungen sind so optimal wie möglich und dann geben wir die Tiere auch mit großer Freude ab. Markus, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, kannst du dich erinnern, was ich meine mit dem, ich hätte sterben können? Weil ich erinnere mich noch genau, wo ich stand und was du dann gesagt hast. Also ich muss gestehen, das ist zu lange her und ich bin, was? Bin ja schon ein alter Mann. Aber auf was kann ich denn anspielen? Ja, du hast wahrscheinlich entweder an Giftschlangen gedacht oder an ein Krokodil oder so, ich weiß es nicht. Genau, weil ich hatte dann eine Schlange, die hat mich so fixiert, so eine dunkle, sehr dünne. Und dann kamst du so von hinten und sagtest, also wenn die Glasscheibe jetzt nicht zwischen dir und der Schlange wäre, könntest du jetzt tot sein. Ja, das kommt auch vor. Wobei ich möchte schon sagen, so eine Giftschlange ist halt wie ein sehr, sehr scharfes Küchenmesser. Im Grunde nichts Dramatisches, nichts, was in dein Leben einschneidet im Wortsinn, aber wenn man es falsch handhabt, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, kann es eben auch schief gehen. Sie haben nun mal Gift, sie können nun mal zubeißen, aber in der Regel sind die jetzt nicht drauf aus, irgendwie jemand anzuspringen. Das muss man schon auch mal sagen. Eigentlich sind das total du wolltest mir ein bisschen Angst angenehme machen, Zeitgenossen. Nee, ich glaube, du warst einfach halt aus irgendeinem Grund in den Fokus dieses Tiers gerückt. Ja, es hat sich so ganz straight angeguckt. Weil man halt so nah am Terry steht, weil man sich bewegt halt hat. Genau. Und dann nimmt die eine natürlich wahr. Ich sage immer, dann wirst du in ihr Weltbild integrieren. Und dann könnte es halt auch mal schief gehen, wenn die sich dann bedroht fühlt oder sowas. Aber kleines Geheimnis am Rande vielleicht. Ja, unbedingt. Wir hätten uns halbnackt in diesem Raum aufhalten können und alle Türchen aufmachen und du wärst trotzdem lebendig rausgegangen. Also nicht, weil ich dich gerettet hätte, das braucht es gar nicht, sondern weil die Tiere überhaupt keinen Bock drauf und so. Okay, die haben eh keinen Bock, ne? Nö. Also die wollen von uns gar nichts, wenn überhaupt, dann wollen sie weg. Und deswegen finde ich auch diese Hysterie, die hier oft herrscht, so von wegen, jetzt ist ja gerade wieder irgendwo in Deutschland angeblich eine Kobra ausgerückt, da werden Häuser evakuiert, da werden ganze Viertel abgesperrt. Ey Leute, guckt weniger schlechte Filme auf RTL 2 Samstagnacht um 3. Ja, Snakes in a Plane ist eine Erfindung. Natürlich sind die gefährlich, wenn man sie blöd erwischt, aber man muss deswegen nicht irgendwie hysterisch werden, sonst gäbe es schon längst keine Afrikaner und keine Inder mehr. Aber du hast doch bestimmt Zahlen oder eine Schätzung, es gibt ja schon Zahlen darüber, wie viele Menschen an Schlangenbissen sterben. So, ich kann dir da keine feste Zahl sagen, aber es sind sicherlich Tausende. Das hängt aber damit zusammen, dass die Unfälle irgendwo passieren, in Südindien auf dem Dorf, in Afghanistan im Kriegsgebiet. Es hängt damit zusammen, dass die Leute da in der Regel
zu Fuß gehen, nicht mit der U-Bahn fahren, dass sie ihr Vieh zur Weide treiben müssen, dass sie keinen Wasserhahn zu Hause haben, den man einfach aufmacht, sondern man muss zum Brunnen gehen. Das heißt, die Chance, in einem Gebiet, in dem die Tiere leben, den Tieren zu begegnen, ist viel höher. Und die hohe Sterbeziffer, die da zweifelsohne ist, hängt mit der unglaublich schlechten Versorgung dieser Menschen zusammen. Die sind nicht nur arm, die haben auch keinen Arzt, den sie mal eben aufsuchen. Die haben nicht wie wir hier in München ein Klinikum rechts der Isar, wo du anrufst und dann wirst du adäquat behandelt, sondern wir sind in dem Bereich ja in Gebieten, wo wir oft echt von dritter Welt reden müssen, wo wir nicht mal von Schwellenländern reden können. Da ist die ärztliche Versorgung so mies und die Wege zum Arzt so lang, dass viele Menschen deswegen sterben. Daher kommen diese hohen Zahlen, weil da einfach ein paar blöde Kriterien zusammenkommen. Wenn man guckt, wie viele Menschen in Deutschland durch die angeblich in so großer Stückzahl gehaltenen Giftschlangen zu Tode kommen, dann musst du da wahrscheinlich 10, 15 Jahre Statistik wälzen, bis dir mal ein Fall begegnet. Und der ist in der Regel, klingt fies, aber es ist so, selbst schuld. Ich habe dir auch eine sehr schöne Erfahrung zu verdanken, denn wenn du die Tiere hältst, man darf sie ja unter Umständen streicheln. Und ich hatte dann mal zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt eine Schlange gestreichelt. Du musst sagen, ich bin da sehr, sehr angetan von Reptilien grundsätzlich, weil ich immer so das Gefühl habe, das sind so unsere Urtiere und die von Menschheit was Tiefes erzählen können und sie anzufassen, ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Ne, es ist halt so was Fremdes. Ne? Die haben entweder zu wenig Beine oder zu viele, zu wenig Haare für unsere Begriffe. Also die sind uns relativ fern. Deswegen sehen wir da so was Archaisches drin, so was, so was Spektakuläres. Und wir leben halt hier leider auch in der Reptilien-Diaspora. Wir haben hier ein paar wenige Arten. Ach, ein schönes Wort. Die sind völlig am Rande der Ausrottung, ja, weil wir alles zugebaut haben und weil es keine Insekten gibt und tralala, darum sieht man die auch nur noch ganz wenige. Für uns sind die mega spooky, weil die halt alle fremd sind. Ja. Und wenn man dann so ein Tier in die Hand nimmt, da gibt es dann die unterschiedlichsten Assoziationen. Kürzlich hatte ich eine ältere Dame in der Führung, die dann auch so mit einem kleinen Finger einen Königspython angefasst hat und dann sagte die doch, ohne rot zu werden, fühlt sich an wie mein Geldbeutel. Also, ne, da hat man die unterschiedlichsten Schichten. Der eine achtet mehr auf die Struktur, der andere mehr, wie du wahrscheinlich, auf die schöne Bewegung, auf die Glattheit der Haut, auf die Weichheit der Haut, auf die Muskulatur drunter. Das ist halt, wie wenn du ein Gemälde anguckst. Der eine findet es toll, der andere findet es doof, dann dem nächsten ist egal. Ne? Ja, ich konnte sehr spüren und das führt auch zu unserem Thema, wie dieses Wesen lebt. Ja? Wir wollen heute nämlich mit euch eine Reise antreten im Gespräch über den Wert des Lebens. Ja? Liegt ja bei dir nahe, weil die Tiere, die zu dir kommen, sind, kann man so das allgemein formulieren, letztlich ja nicht wertgeschätzt worden. Ne? Ja, also zum einen sind die Tiere vielleicht, was ihren Kaufpreis angeht, wertgeschätzt worden. Es gibt durchaus Leute, die betrachten Tiere als Geldanlage. Sie sind aber, was ihre Wertigkeit angeht, in der Regel missempfunden. Das ist ja leider auch so ein roter Faden, der sich durch unsere Gesellschaft, durch unsere Denkweise und leider auch durch unsere religiöse Tradition, in der wir leben, durchzieht. Ja, also der Mensch, der sich die Erde untertan macht, der meint, er kann da jetzt draufhauen wie so ein kleiner Despot, ne, und ausnutzen und drüber verfügen. Für mich ist Untertan machen was völlig anderes, und zwar im biblischen Sinne was anderes. Wer sich jemanden untertan macht, ist für ihn verantwortlich. Das ist wie der Fuchs im kleinen Prinzen, der eben sagt, zähme mich, jetzt bist du für mich verantwortlich. Und wir haben durch die Technisierung, durch die Entfremdung von der Natur, durch die Tatsache, dass für uns heute Fleisch aus dem Zellophan kommt und nicht aus dem Tier, haben wir letzten Endes halt so eine ganz distanzierte, lass mich's böse ausdrücken, leck mich am Arsch Ideologie entwickelt. Ja, Tiere sind ganz weit weg, Tiere kann man nutzen, da macht man Geldbeutel draus, da macht man Steaks draus, da macht man Prestigeobjekte draus. Ja, auch wenn ich mir so angucke, was so an Rassehunden rumläuft, das sind völlig verunstaltete, kranke Tiere, die wir durch unsere Idee vom süßen Mops und vom
keine Ahnung, lustig schnarchenden Bulldoggentier, da peppen wir unsere Ideen rein und machen aus den Tieren letzten Endes Comicfiguren. Und das meine ich mit diesen Untertan machen. Wir meinen, wir können alles an uns reißen, wir können alles nutzen und verbrauchen. Und das finde ich ziemlich scheiße, weil, und das weiß man heute aus der Wissenschaft auch, jedes Tier ist de facto ein empfindungsfähiges Wesen. Wir müssen davon ausgehen, dass Angst bei einem Tier genauso existent ist wie Freude oder Zuneigung, wie das bei uns Menschen ist. Und wir wissen ja, wie schwer es ist. Ich könnte dir jetzt nicht genau beschreiben, wie fühlt sich für mich Angst an. Ich kann auch nicht zu 100% verstehen, wie deine Angst, wenn du Angst hast, sich anfühlt. Wir wissen nur beide, der Begriff Angst ist was Fieses und wir haben ein eigenes Gefühl dazu. Und den Tieren sprechen wir das ab. Tiere sind Schlachtvieh, Tiere sind Nutzvieh, das in einem Kastenstand sein Leben verbringt, nur um viele Ferkel zu gebären. Tiere sind Accessoires, die man im Täschchen mit sich rumträgt und die nicht mal mehr Gassi gehen dürfen. Und das ist was, was mich ankotzt. Dass wir vergessen, dass Tiere Angst haben, dass sie leiden, dass sie aber auch zufrieden sein können und dass wir ihnen das nicht zugestehen. Also mir geht es nicht um den Wert eines Lebens im Sinne von, ich kann es beziffern, sondern um die Wertigkeit, dass wir Lebewesen uns gegenüber haben, die eigentlich genau dasselbe können und empfinden wie wir und wir führen uns auf wie die Axt im Wald. Ja, jetzt redest du viel von wir. Menschen. Ja, ich weiß, aber ich will das differenzieren, weil man ja schon den Eindruck hat, es gibt unterschiedliche Wirs. Also die Wirs, die du schilderst, die gibt's. Aber gerade jetzt in dieser Debatte ums Essen, um Vegan, um Vegetarier, um immer wieder Petitionen, die sich einsetzen für Tiere auf Bauernhöfen, wenn die eingepfercht sind. Also es gibt doch auch noch ein anderes Wir, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo der Wert von Tieren sehr stark ist und sehr hoch geschätzt wird. Da beißt sich vielleicht meine Argumentation ein Stück weit, weil mir diese Diskussion häufig viel zu überemotional und zu vermenschlichend geführt wird. Da geht es für meine Begriffe nicht um mein Gegenüber, das Tier, sondern es geht um meine Idee vom Leben. Okay, um Ideale oder genau. Besser also, dastehen. Nicht besser dastehen. Ich denke schon, das sind Weltanschauungen, die Menschen haben und die sie völlig zu Recht haben. Also die auch eine Empathie fürs Tier haben. Genau, aber letzten Endes, glaube ich, steht immer der Mensch mit seiner Denke und seinen Ideen ein Stück weit im Vordergrund. Aber ist der trotzdem nicht lieber, wenn wir gar nicht nach der Motivation fragen, der sich eben schon Gedanken macht um die Küken, um die Kühe und so weiter, als jemand, der es gar nicht tut? Ja, natürlich. Mir ist jeder Mensch herzlich willkommen, der auch nur einen Moment seines Lebens dafür aufbringt, für ein anderes Lebewesen sich einen Kopf zu machen. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Was aber für mich ein Problem ist, ist, wie oft ist diese Empathie eine rein philosophische? Wie oft ist die Idee, ich spare jetzt CO2 in der Welt, ich kaufe Biomilch, esse Bio-Eier oder ich esse gar kein Tier mehr, endet letzten Endes an meinem Küchenteller, an meinem Tellerrand, meinem eigenen Herd oder wie auch immer. Und das finde ich ziemlich schwierig, weil ich glaube, wir sind viel zu wenige, die wirklich aufstehen und sagen, es muss sich was ändern. Für mich ein ganz wichtiges Beispiel: Landwirtschaft. Ja, wir diskutieren über die CO2-Emission des Klimakillers Rind. Also, ne? Ja, wo, zum Beispiel. So eine Kuh pupst halt und rülpst und da kommt viel CO2 und wenn ich ein Kilo Rindfleisch erzeugen will, brauche ich einige Zentner, zum Beispiel Soja aus Südamerika. Kann man also ewig lang, weißt du, nach hinten den Rattenschwanz verlängern. So. Aber wir machen uns keine Gedanken darüber, dass es eigentlich nur 7 Cent bräuchte, die ein Liter Milch für einen Verbraucher teurer sein müsste, dass wir keine riesigen Kuhbestände bräuchten, damit Bauern leben können. Also ich glaube,
dein Beispiel ist eins von vielen, ja, mhm. wo man nur oberflächlich hinschaut, das beobachte ich auch. Wenn man weitergeht, müsste man viel differenzierter oder ganz woanders ansetzen. Mhm. Ja. Also da machen wir ein Riesenfeld auf, das ich interessant finde. Ich möchte aber unser Thema auch nicht aus den Augen verlieren, nämlich Wert des Lebens. Und als du mir diesen Begriff gegeben hast, war ich sofort angetan davon auf eine Weise, weil ich denke, dass es einfach sehr korreliert. Nicht nur beim Tier jetzt, Wert des Lebens meint ja uns alle, in der Gesellschaftsform, in der wir leben, nämlich des Kapitalismus, ja, den Wert des Lebens, den ich jetzt gar nicht benennen wollte. Und es gibt ja durchaus genug Beispiele dafür, wo Menschen bewertet wurden nach einem monetären Wert. Wo stehst du da? Also würdest du auch pauschal sagen, wie ich? Ich würde tatsächlich keinen monetären Gegenwert, was wir jetzt mit Tieren ständig machen, ja, die Menschen zuordnen wollen. Naja gut, wenn man ihn nach seinen Rohstoffen bewertet, sind wir nicht wirklich viel materiell wert. So könnte man es angehen zum Beispiel, ja. Ich denke aber, dass der monetäre Wert, der materielle Wert, der Nutzungswert eigentlich ein Stück weit auch wieder in den Hintergrund geraten sollte. Ich denke, weil wir es vom Wert des Lebens haben, die Tatsache, dass etwas lebt, ist was Wunderschönes. Das kann man nicht mit Geld bewerten, das kann man nicht mal ökologisch bewerten, würde ich sagen, sondern jedes einzelne Leben für sich ist ein Wunder. Klingt jetzt furchtbar esoterisch, aber mir fällt kein besserer Begriff ein. Das ist sowas unglaublich Komplexes und sowas unglaublich Spannendes und Tolles, dass man einfach vielleicht nur die Tatsache, da ist was, was lebt, was in vielen, vielen Details wunderbar ist, betrachten sollte und gar nicht über Kosten-Nutzen-Rechnungen. Die werden aber durchaus gemacht. Ja. Also jetzt gerade ein anderer Herd der Diskussion ist ja auch die ganze Geschichte mit den Flüchtlingen am Mittelmeer, die ertrinken. Mhm. Und da wird ja sehr deutlich über Wert von Menschenleben geurteilt. Ja. Und in einer kapitalistischen Welt haben Menschen, die jetzt eben vielleicht nicht reich genug sind, dann kommt noch hinzu, für manche Menschen ist wichtig, dass welche Nationen gehören Menschen an, um einen Wert zu haben für sie. Also gerade da ist es ja sehr erschreckend, dass Menschen, dass man so, das so hinnimmt, dass Menschen ertrinken, dass das überhaupt keinen Wert hat für viele Menschen. Ja, es ist unfair, finde ich, wenn man jetzt die Grenze zwischen Mensch und anderen Lebewesen fallen lässt, weil diese Tragödie, die da passiert, ist fürchterlich. Da braucht man das braucht man gar nicht großartig irgendwie in Frage zu stellen. Ja, wie schon zum Glück nicht, Markus, aber es wird. Ja, ja, klar. Aber das zieht sich doch wie ein roter Faden durch. Es ist, wir machen heute offensichtlich diese Tatsache, dass jemand lebt, dass jemand leidet, dass jemand hilfsbedürftig ist und mir ist wurscht, ob der ein Mensch ist oder ein Tier, die geht uns am Arsch vorbei. Und selbst wenn wir im ersten Moment uns freuen, dass das klappt und wenn ich mir gerade, weil du die Flüchtlingssituation ansprichst, wenn ich mir angucke, wie unermesslich geil München reagiert hat und wie viele Menschen freudig geholfen haben und dann kommt da so ein bisschen blödes Rumdiskutieren in die Welt und dann klatschen da plötzlich jeden Montagabend hunderte Menschen irgendwelchen Nazi-Parolen Beifall. Das ist erschreckend und das zeigt für mich, wie beeinflussbar, wie wandelbar wir sind, wie unglaublich leicht es uns ist, uns an den Eiern zu packen und uns zu sagen, Mensch, guck mal, dir geht's doch super schlecht, ja, jetzt kommt da der Syrer. Und dann kriegst du keine Sozialwohnung. Ich glaube nicht, dass es irgendeinem Menschen in Deutschland schlechter geht, seit die Flüchtlinge. Das ist immer so eine Überprüfungsfrage. Ja. Also vor und nach der Flüchtlingsgeschichte, mein Leben hat sich nicht verändert. Ja. Durch flüchtende Menschen. Ja. Genau. So. Meins ist reicher geworden. Also ganz ehrlich, ich habe Nachbarn, die aus Syrien stammen. Ich habe Nachbarn, die aus dem Iran stammen. Das sind Menschen, die mein Leben bereichern.
die Gespräche schön machen, die eine Nachbarschaft toll machen, die Freude machen. Auch wenn jetzt meine iranischen Nachbarskinder im Garten spielen, mich freut es. Und ich glaube, man kann das auch von der Ecke betrachten, dass man sagt, man hat eigentlich was gewonnen. Ich rede jetzt nicht über Wirtschaftskraft, ich rede nicht über Alterung unseres ach so wichtigen deutschen Volkes, sondern einfach, wir haben Menschen gewonnen, die einen Beitrag leisten, die Bereicherung sind, die mich zumindest freuen. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr vielleicht auch wieder zum Tier zurück. Wir erleben jeden Tag genau diese Situation. Ich muss mir von Tierschützern sagen lassen, was kümmerst du dich denn um so komische Affen und um Schlangen? Die sind A, greislig und B, gehören die sowieso alle nach Afrika. Nach der Gallikör der Trellern, ne? Mhm. Kannst du nämlich auf die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, ganz genauso sagen. Ja, warum kümmert ihr euch nicht um unsere Alten? Es ist kein End oder Weder. Ja, genau. Sondern wir sind ja eine Welt. Richtig, das muss man einfach mal sehen. Als auch. Es ist und wenn ich dann die Wertigkeit eines Lebewesens in den Vordergrund stelle, so wie Buddha das gelehrt hat, dass es wurscht ist, was für eine Religion du hast, wie du ausschaust, wo du herkommst, sondern die Tatsache, dass du ein fühlendes Wesen bist, ist ausschlaggebend. Das empfinde ich als das Wichtige. Und egal, wo du hinguckst, du hast immer dieses Hell und Dunkel und dieses man nimmt dir was weg und wir haben doch so viele Katzenprobleme, warum kümmerst du dich um Affen? Das ist was mir echt auf die Eier geht. Genau, weil mit diesen Vergleichen kommen wir nicht weiter. Ja. Letztlich geht es eben gar nicht. Wie willst du denn jetzt dein Leben zum Beispiel gegen meines jetzt aufwiegen? Was soll das? Also geht's nicht, ja? Oder dass der Frosch jetzt mehr wert ist als die Ameise? Oder wie soll das jetzt alles gehen, ja? Leben ist Leben ist Leben. Ja? Also da gibt es eigentlich gar nichts. Ich meine, wir hätten es vielleicht nicht den Wert des Lebens nennen sollen. Wir hätten vielleicht... das dachte ich mir nämlich auch. Wir hätten zum Beispiel... wir benennen es jetzt einfach um. Ja. Wie benennen es wir? Ich hatte es gerade im Kopf. Da habe ich dir jetzt reingequasselt. Du, das fällt dir jetzt schon gleich ein. Weil dennoch, also mir ging es nämlich auch so, als ich weiter darüber nachgedacht habe, bis du gekommen bist, weil wir wollen ja eigentlich jetzt sagen, dass es keinen Wert hat. Ich bin nämlich auf einen Satz auch von Immanuel Kant gestoßen, der sagte, ein Preis hat einen Wert. Ein Mensch hat ja eben keinen Wert, sondern seine Würde. Hm. Fand ich ganz schön. Ja. So auszudrücken. Und ich würde es halt noch erweitern auf das Tier, auf alle Lebewesen, ja? Weil die Pflanze hat ja auch Leben. Ja, klar. Mhm. Ich denke, wir müssen da halt einfach, ich will die Welt nicht verändern. Ich will auch unsere Gesellschaft nicht umkrempeln. Ich will jetzt auch niemanden auffordern, irgendwie ein Philosophiestudium mal eben zu machen, um die Würde des Lebens und die Brillanz dessen, was an Lebendigem um uns herum ist, wertzuschätzen. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es einfach darum, dass wir ein bisschen mehr drüber nachdenken, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo Blumen abreiße, was da dahinter steckt. Mhm. Dass ich, es geht um Bewusstsein. Ja, dass ich verletze, dass ich anderen Menschen vielleicht auch unglücklich mache, weil seine mühselig gepflegten Geranien jetzt abgerupft sind, dass wir einfach auch ein bisschen wieder anfangen, bewusster wahrzunehmen, dass um uns herum so viel verletzbares Leben ist, dass wir einfach ein bisschen höher wertschätzen sollten. Einfach mehr Respekt. Das Lebendige wahrzunehmen, Markus, ja, weil ich habe eben das Gefühl, vieles wird so verdinglicht, wird zur Materie diskreditiert, also auch der Mensch. Also es ist ja doch so, manche kennen das, man ist auf einer Feier und es gibt ja diese Connector, ja, die dauernd überlegen, was könnte ich von wem haben, welche Connection und welchen Benefit, hat mir immer jemand erklärt. Und dann denke ich mir, wow, ja, also so gehe ich überhaupt nicht an Menschen ran, dass ich darüber nachdenke. Der Mensch ist erstmal der Mensch, aber auch da findet es ja statt. Oder wenn ich jetzt an dieses Beispiel, das du mir damals erzählt hast, das wird ja dauernd auch euch noch passieren, dass Schildkröten dann im englischen Garten ausgesetzt werden, weil sie zu groß geworden sind. Ich habe ja vorher gar nicht verstanden, als ich es in Tunesien als kleine Schildkröte kaufte,
dass es kein Spielzeug ist, das ich dann eben mal wegschmeißen kann und dann ist es halt, soll es halt im englischen Garten irgendwie sich zurechtfinden, ja, und dann landet es bei euch, die Schildkröte. Also das ist alles so, ja, ich habe das Gefühl schon, dass es in diesem kapitalistischen System, das ich sehr kritisch sehe, eben die Tendenz gibt zur Verdinglichung und dass wir nicht mehr die Seele und das, was uns lebendig ausmacht, wahrnehmen. Sondern ich kann sagen, ja, zack, weg, ja, der Hund passt mir nicht, ab an, auf die Autobahn, ja, derjenige passt mir nicht als Freund, kann ich blockieren auf Facebook, ja. Also, das ist alles so sehr lieblos und rabiat und wird ja dem lebendigen, also dem Leben, das in diesem Wesen ist, nicht gerecht. Ja. Ich meine, wir müssen ja nun nicht mit jedem mögen, glaube ich. Nee, wir müssen auch nicht mit jedem gut auskommen. Ich muss auch nicht jedes Tier genauso toll finden wie das andere. Also, weißt du, darum geht es gar nicht. Aber ich glaube manchmal, uns geht es zu gut, um noch schätzen zu können, was um uns rum ist. Weil wie oft ist uns langweilig, wie oft haben wir aus lauter Wohlstandsfrust und Vernetzung und Internet und Handy und den ganzen Pillepalle drumherum. Wir leben doch in so einer Realitätsblase. Mhm. Also irgendwie, da ist ja gar kein Platz mehr für ein anderes Lebewesen. Also ich meine, wenn ich fahre ja nun jeden Tag Bus und ich lese dann da ein Buch aus Papier und gucke da so manchmal rum, wer da so mit mir Bus fährt oder ich sitze gern in Cafés und lese und wenn du dann zwei Menschen nebeneinander sitzen siehst oder sich gegenüber sitzen, die daddeln in ihrem Handy rum, dass sie sich nicht nur per WhatsApp unterhalten, fehlt nimmer viel. Und da frage ich mich, haben wir eigentlich, brauchen wir diesen Panzer, ja? Brauchen wir dieses Luftschloss, das wir da um uns herum bauen? Und das hat für meine Begriffe auch mit Kapitalismus nichts zu tun, weil du das in sozialistischen oder anderen Gesellschaften ähnlich hast. Es befördert ja schon zu denken, ich kann... Aber guck dir doch das Leid von Menschen und von Tieren an. Das ist in sozialistischen Systemen ganz genauso. Also ich glaube, dass das ein Problem von uns Menschen ist und von Strukturen, die wir verlieren, dadurch, wie sich unsere Gesellschaft und unser Wohlstand entwickelt. Aber ich will es auf einen Nenner bringen. Also das Problem ist letztlich die Empathielosigkeit. Ja, genau. Die kann sich überall herausbilden. Das kann kapitalistisch wie sozialistisch sein und du bleibst ein Arschloch. Mhm. Also sorry, wenn ich da so Kraftausdrücke verwende, aber ich denke, wenn wir keine Empathie haben und wenn wir das auch, wir hier mitten in München, wenn wir das nicht wieder lernen, dann fallen wir auf die Schnauze. Und wenn wir nicht lernen, einfach wieder hinzugucken, ich meine, guck mal, nehmen wir doch jetzt nur letzten Winter das Bienensterben-Referendum. Ja, es reicht nicht, dass ich durch die Straße gehe und keinen Vogel mehr höre. Nein, ich brauche ein Referendum, um zu schnallen, irgendwas geht hier schief. Und wir haben so fetzen Scheuklappen auf. Allem, was um uns rum ist, egal ob das Flüchtlinge oder ein Maikäfer ist. Ja, weil wir sind so gefangen in unserer komischen Ego-Denkblase, dass du echt wirklich einen Tritt brauchst, um zu merken, holla, da passiert was. Guck dir doch im Moment die Klimawandelsdiskussion an. Es muss der halbe Amazonas brennen, bis mal irgendeiner seinen Arsch bewegt. Ja, können wir denn nicht für 30 Cent denken? Naja, aber vorher waren ja schon die ganzen Demos und es gibt immer wieder, also ich will schon immer wieder ins Feld führen, weil ich auch gerade viel mit Menschen zu tun habe, die Petitionen, die demonstrieren gehen, die sich sehr engagieren. Also diese Seite gibt es schon auch bevor es irgendwas brennt. Das unterschreibe ich dir sehr wohl. Aber red mal mit den Menschen, wie viele bereit sind. Es ist noch nicht die kritische Masse erreicht. Wie viele Menschen die Petitionen unterschreiben, und da nehme ich mich nicht aus, sind bereit, ihre Getränke 200 Meter nach Hause zu schleppen,
Wer ist bereit, auf seine Flugreise zu verzichten? Das ist die andere Sache. Wer ist bereit, absolut, sein Leben ein Stück weit zu ändern? Und jetzt kommen wir wieder bitte zurück zu unserem Verhältnis zum Tier. Ja. Wer ist denn bereit, wieder wie unsere Großeltern zu sagen, einmal die Woche ein Stück totes Tier auf dem Teller reicht? Nein, wir wollen es jeden Tag. Wir wollen Wurst auf dem Brot, wir wollen ein Hühnerkeulchen mal eben im Vorbeigehen, wir wollen unseren Dönerladen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht mehr so extrem ist, aber vielleicht ist das auch eine Großstadtwahrnehmung. Also es gibt ja schon bestimmte Kieze in bestimmten Großstädten, wo sehr vegan und sehr bewusst auch schon gelebt wird. Und wenn wir jetzt gerade auch YouTube nehmen, da gibt es ja schon viele, viele Menschen, die sich um diese Themen kümmern. Ja? Die sind da teilweise dann nicht unser Alter vielleicht. Weiß ich nicht. Also gut, jetzt bin ich halt ein alter Mann. Aber ich bin auch, weil du das Vegane immer wieder ansprichst, sorry an alle Veganer, ich brauche nicht irgendeinen Hardcore-Veganer, der mir bei einem Schluck Milch im Kaffee erklärt, dass das eigentlich alterähnliches Drüsensekret eines geknechteten Tieres ist. Das nutzt dieser Kuh gar nichts. Nee, ich bin ja auch bei dir. Ich will nur ein bisschen immer für die Balance schaffen, weil ich bin ja auch bei dir. Ich sehe ja diese Missstände. Ich möchte, um eine Ausgewogenheit auch im Blick zu halten, nicht nur schimpfen auf die es genug gibt und wo man wirklich jeder auf sich rannehmen könnte, ich ja genauso, und sagen, wo bist du konsequent genug? Bin ich ganz bei dir. Weil ich weiß das jetzt auch mit diesem Fridays for Future. Da hat dann eine Freundin eine Familie gefragt, deren Kinder wochenlang zu Fridays for Future gingen. Und sie fliegen halt jetzt eben mal in die Staaten, in den Urlaub. Ja? Ach so. Ja, dann hat sie gefragt, wie könnt ihr das vertreten? Ihr wart doch jetzt immer bei Fridays for Future. Aber dennoch, ich bin ja immer froh, wenn es Bewegungen gibt. Es gibt ja auch diese Engagierten. Das sind vielleicht noch nicht genug, aber es gibt Menschen, die Empathie haben. Ich würde mich da dazu zählen. Ich glaube, du auch. Und wir kennen Menschen, die Empathie haben. Also es ist ja nicht alles verloren. Nein, ich jetzt auch mal sagen. Um Gottes Willen, da wollte ich auch gar nicht hin. Aber du willst natürlich schon nochmal das Brennglas drauflegen, wo auch was nicht so ganz ich will stimmig ist. Ich will jetzt hier nicht der in Sack und Asche gehende Rufer in der Wüste sein, weil ganz ehrlich, ich rauche, ich nehme gerne ein heißes Bad. Ich bin auch froh, wenn ich im Auto mitfahren darf. Ja, also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass basierend auf Empathie nicht die großen Bewegungen kommen und uns sagen, wo es längst geht. Ja, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du auf die Straße gehst, mit deiner Empathie, mit deiner Idee, mit dem, was du gut findest und was du vorlebst, dass du da ganz viele Menschen ganz automatisch mitnimmst, indem du mit ihnen drüber sprichst. Indem du ihnen, und nicht bekehrst? Ja, indem du ihnen einfach auch vorlebst. Guck mal, ich bin ganz happy, auch wenn ich jetzt keine Flugreise alle 3 Monate mache oder irgend sowas. Ich glaube, das ist für mich persönlich der Schlüssel zur Veränderung einer Gesellschaft. Das Vorleben von Einzelnen, die kleinen Schritte, die jeder Einzelne tun kann. Wir müssen nicht über ein Verbot von Flugreisen reden, sondern wenn jeder überlegt, wo brauche ich die? Ja, muss ich die haben, dann haben wir wahrscheinlich schon so viel CO2 eingespart, dass es leichter wird, mit dem Klimawandel umzugehen. Darum geht es mir eigentlich. Ja. Ich möchte gerne, dass einzelne Menschen sich manchmal zugestehen, egal ob das bei Penny an der Kasse gegenüber dieser Frau, die um 8 noch lächelnd da sitzen muss, ist, oder ob das gegenüber einem Regenwurm auf dem Fahrradweg ist, der vom nächsten Radl überfahren wird, wenn ich ihn nicht zur Seite lege. Darum geht's mir. Ja, das ist sehr schön. Also da bin ich auch ganz bei dir. Dass man, ich denke mir das aber auch genauso wie du. Also bevor ich jetzt dauernd auf Demos renne und dann doch was anderes mache, lieber machen, vielleicht geht ja auch die Kombi. Das wäre natürlich toll, ja. Also dass das alles geht. Also ich sehe es ja auch so, ich kenne ja Menschen, die in meiner Gegenwart sich nicht mehr trauen, aus Plastikflaschen zu trinken, weil ich mich sehr für dieses Thema auch einsetze. Aber da habe ich jetzt nicht große Vorträge gehalten. Ich habe mal das erzählt, ich habe dazu recherchiert. Und indem ich halt, vielleicht bin ich einfach nur, indem ich da sitze, schon das mahnende, schlechte Gewissen. Das sind ja diese kleinen Sachen, die uns erinnern, aha, okay. Und dann hat ein anderer vielleicht ein anderes Schwerpunktthema. Und so können wir uns gegenseitig Vorbilder sein, ja, da bin ich auch bei dir.
Und dennoch kommen wir aus diesem Ganzen, also wenn wir jetzt so sehen, wie zum Beispiel, ich will jetzt so einen Schlenkerer machen, um nochmal uns anzugucken in Gesellschaft, wo durchaus Wert bemessen wird. Das machen Versicherungen. Ja? Mhm. Das machen zum Beispiel jetzt, wenn wir zurückgehen, 9-11 ist schon länger her, aber damals bei 9-11 gab es ja so einen Topf, der wurde ausgeschüttet und an die Hinterbliebenen sollte einer verteilen bestimmte Summen, die ausgezahlt werden. Und dann war es tatsächlich so, dass die Familie des Kellners weniger gekriegt hat als die Familie des Polizisten und die Familie des Managers hat nochmal mehr gekriegt. Mhm. Ja? Also das sind lauter so Beispiele und da können wir ganz viele finden, auch in jüngster Geschichte. Wir müssen nicht zu den Sklaven, ne? Da können wir auch nochmal die Historie bemühen. Da wurde ja wirklich für Menschen bezahlt und wird es ja heute noch. Ja? So, und für Tiere wird ja auch bezahlt. Mhm. Ja? Also indem ich weiß, ich kann etwas kaufen und das ist noch mehr die Krux bei Tieren, komme ich in diese gegenständliche Wahrnehmung. Also ich kenne das, dass Eltern sagen, ja, jetzt ist der Hamster gestorben, kauf mal einen neuen. Ja, also das musst du heutzutage gar nicht mehr, weil es eine Gewährleistung gibt wie auf Waschmaschine. Ja. Du musst für ein Tier eine Gewährleistung geben, wenn wie lange es lebt. Nein, aber dass es eben in einer bestimmten Zeit nicht kaputt geht. Ja, wer das schlau anstellt, hat sein Leben lang eine Maus und hat nur eine bezahlt. Weil die eben gar nicht über die Gewährleistungszeit lebt. Im heißt Grund, es Gewährleistungszeit? Ja. Also das ist so eine Art Garantie. Ne, so ja, aber das, da ist man ja schon drin in der Krux. Eine Maus ist keine Waschmaschine. Richtig. Ich meine, ich das Grundsatz sage. Müssen wir uns jetzt halt fragen, kann man ein Leben erwerben? Nein, man kann es nicht. Mhm. Ich kann nur die Verantwortung für dieses Leben erwerben. Ich kann viel Geld ausgeben, weil ich die Verantwortung für irgendein ganz bestimmtes Leben erwerben will. Aber so denken die wenigsten, sondern das Tier ist eine Geldanlage, ein Rennpferd ist eine Geldanlage. Dann ist ein Pferd, das genauso aussieht wie eins, das für 150 Euro in Italien zum Metzger geht, 7-8 Millionen Euro wert, weil es eben als Geldanlage gepusht wird. Wie so ein Gemälde. Ja. Aber das Gemälde ist es auch nicht wert, weil es letzten Endes auch nur Papier und Farbe ist. Genau, es ist ja immer was. Wert ist ja das, was jemand bereit ist zu bezahlen, für eine selbe Sache. Ja. Wobei ich muss da jetzt aus Tierschutzgründen mal nochmal reingrätschen. Ja, grätsche, überall rein, wo du möchtest. Ich finde es ganz wichtig, dass Tiere teuer sind. Die müssten viel teurer sein. Mhm. Weil ich glaube, nur dadurch kriegst du im Moment einen Großteil sind der Menschen. Sind sie grundsätzlich so billig? Ich meine, guck dir doch mal an, wenn du heute eine Kobra willst, die kostet 50 Euro. Wenn du eine Maus willst, die kostet 8 Euro. Wenn du einen Kanarienvogel willst, der immerhin 10, 12, 15, 20 Jahre alt werden kann, wenn man ihn gut pflegt, der kostet auch an die 40, 50 Euro. Das ist nichts für ein Leben. Ja. Ja? Und ich finde halt, wenn du Tiere kaufen kannst wie Lollis. Ja, heute möchte ich einen grünen, morgen möchte ich einen gelben und als der grüne im Weg, dann hauen wir den weg. Das hat mit Wertschätzung nichts zu tun und da meine ich jetzt Wertschätzung im sehr positiven Sinne. Ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, dass wir im Internet und überall auch in Tiergeschäften Tiere für ein Appel und ein Ei kaufen können. Finde ich nicht okay, einfach weil sie dann auch nicht wertgeschätzt werden. Wir haben in der Auffangstation zum Beispiel ganz, ganz große Probleme mit einer Schlangenart, das ist die Kornnatter, das ist so eine nordamerikanische Art, die sehr, sehr gut zu pflegen ist. Die sind also wirklich dankbare Tiere, die, mit denen man wirklich, wenn man darauf Acht gibt, viele, viele Jahre verbringen kann. Die sind aber super billig, jeder Depp kann die züchten, also kosten die fast nichts. Und sie werden ständig bei uns abgegeben, weil jetzt wollen wir was Richtiges. Ne? Jetzt haben wir Erfahrungen gesammelt mit so einem Tier zweiter Klasse. Und jetzt nimm die doch bitte, weil ich hätte gern den Platz für was anderes. Entschuldigung, wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann übernehme ich die Verantwortung für ein Lebewesen und zwar solange es lebt. Ja. Und nicht, bis ich keinen Bock mehr drauf habe. Und genau, das ist wie bei den Schildkröten. Richtig. Da geht es ja eher darum, dass sie dann zu groß geworden sind. Ja. Ja. Also erzähl uns oder gib uns doch mal so einen Einblick, weil das ist mir ja sehr dubios. Was läuft denn jetzt gezielt auf diesem, das ist ein großer Schwarzmarkt, Reptilienmarkt, da ist ja einiges los, ne? Also da wird ja viel
illegal auch veranstaltet? Nein, ja und nein. Also ich glaube, die Idee, dass Reptilienhalter per se eher zur Kriminalität neigen als, schon wieder so ein Filmding, als andere, das ist ein Filmding. es ist auch vor 15, 20 Jahren durchaus so gewesen, dass mit Reptilien Unsummen Geldes verdient werden konnten. Es gab da in verschiedensten Regionen dieser Welt Leute, die sich wirklich Paläste verdient haben mit einem Verdielen von seltenen Reptilien. Aber die Zeit, was wäre da jetzt zum Beispiel? Nehmen wir eine Art, die heute nichts mehr wert ist, den albinotischen, also den nicht braun, sondern weiß gefärbten Tigerpython. Mhm. Da hat ein asiatischer Händler bis zu $50,000 pro Tier verdient. Mhm. Heute musst du 200 Euro dazugeben, damit den noch einer nimmt. Warum? Weil sie häufig geworden sind. Okay. Ja, nehmen wir irgendwelche Farbzuchten, die es von anderen Arten gibt. Sobald die neu sind und noch in kleiner Stückzahl, sind sie eben selten und rar und wertvoll, ne, wie Edelsteine. Und sobald es mehrere davon gibt, verlieren sie ihren Wert wie Aktien und fliegen wieder raus. Aber das, sagen wir mal, so ein immenser Schmuggel mit Reptilien noch besteht wie vor 20 Jahren, das ist definitiv belegbar nicht mehr so. Mhm. Auch der Handel mit Reptilien, also der legale, offizielle Handel mit Reptilien ist dramatisch weniger geworden, freut mich auch enorm. Es sind kaum mehr Wildfangarten dabei, es sind ganz viele Tiere aus Farmen oder aus europäischen Nachzuchten auf dem Markt. Das heißt, man hat da sehr viel Positives erreicht. Und wenn ich jetzt natürlich nur gucke, wie viele Reptilien landen auf dem Frankfurter Flughafen und blauäugig denke, die bleiben alle in Deutschland und werden hier verramscht und verhökert und zu Tode gepflegt, dann habe ich einfach die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ein ganz, 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 ganz hoher Prozentsatz dieser Tiere betritt einfach in Frankfurt, weil es ein zentraler Flughafen ist, europäischen Boden und geht weiter in andere Staaten. Also auch, dass Deutschland der Hauptverbraucher von Reptilien ist, das war mal so. Es war auch so, dass man ganz viele dieser Tiere innerhalb kürzester Zeit zu Tode gepflegt hat. Aber ich betone, es war so. Wir haben halt völlig andere Probleme eben mit Farbzuchten, mit Leuten, die wieder unüberlegt wie vor 30 Jahren mal eben im Vorbeigehen ein Tier kaufen. Die haben wir immer noch. Aber wir haben eben nicht mehr diesen Dämon des illegalen Reptilienhandels und des durchs Unterholz robbenden Wilderers, der irgendwelche Echsen vom Baum pflückt. Das war in den 70er, 80er Jahren, war das so. Ist hervorragend dokumentiert. Kann jeder auch nachlesen, der sich da ein bisschen reinhängen will. Aber so ist es nicht mehr. Und es sind auch nicht mehr die Tiere alle dem Tod geweiht. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir können heute vor allem exotische Tiere ohne weiteres gut halten, wenn wir es denn wollen und wenn wir bereit sind, Aufwand zu betreiben und das Geld dafür in die Hand zu nehmen, dann ist das gar kein Problem. Dann müssen wir uns auch gerade bei den Reptilien nicht mehr zwingend Gedanken machen um Tierquälerei. Wir müssen uns Gedanken machen über Moden. Ja, ein Großteil unserer Äffchen, das sind so Eichhörnchen, große Weißbüscheläffchen, sind einfach Modeerscheinungen. Und wir alle wissen, wenn irgendjemand anfängt, so einen Hype zu kreieren, dann gibt es genügend Menschen, die das wollen und es gibt immer Leute, die das bedienen. Wie ist es denn grundsätzlich, Markus, wie stehst du? Du hast ja selber Haustiere, viele von euch, die uns jetzt zuschauen auch. Es ist ja auch eine schwierige Diskussion, man führt die ja oft mit Zoos, ja, müssen wir Tiere fangen, dann sagen die Zoos, ja, bei uns geht es ihnen aber besser oder sie wären schon ausgestorben. Das ist ja nicht immer so klar, ob das so toll ist, Haustiere überhaupt zu haben oder davon auszugehen, dass in freier Wildbahn ständig alle Tiere immer dauernd sterben würden. Also wie siehst du das oder wie finde ich da eine Balance vielmehr? Mhm. Auch gerade an die Haustiere haben, was geht für dich nicht, wo siehst du es vertretbar? Mhm. Du hast ja da auch viel Hintergrundwissen. Also die Balance hat eine einzige belastbare Basis, das ist Wissen. Wenn ich mir angucke, natürlich können Zoos nicht alle Tierarten dieser Welt retten, aber diese Arche-Funktion, die haben sie definitiv. Und sie haben auch noch eine Botschafterfunktion, weil wenn ich heute es schaffe,
die Welt dahin zu kriegen, Orang-Utan schützen zu wollen, dann sind die Echsen, die in diesem Wald leben, mitgeschützt. Mhm. Ja, das ist für mich schon sehr wichtig. Es ist auch nicht so, dass Zoos heute noch Expeditionen machen und ausrüsten und dann da wagenladungsweise Tiere aus der Natur entreißen, sondern das sind Tierbestände, aber die Zeiten gab es ja mal. Die gab es, ja klar. Genau. Die sind ganz strikt gemanagt. Man versucht, diesen Bestand, der in Menschenobhut nun mal lebt, für meine Begriffe auch sehr zurecht lebt, als Reserve dafür zu haben, wenn in der Natur was schief läuft. Und wir wissen alle, es läuft massiv viel schief. Jetzt kann man sagen, okay, lassen wir die Arten in Würde aussterben, weil der Regenwald brennt oder sonst ein Thema, aber man kann Regenwälder aufforsten, man kann Lebensräume schützen und renaturieren. Und ich persönlich würde es als fast schon Sünde betrachten, wenn wir die Chance verschenken, Tiere zu erhalten, wenn wir auch nur die klitzekleinste Chance haben, sie, wenn wir vielleicht uns mal als Menschen nicht mehr wie die Ratten vermehren, auch wieder in die Natur zurückbringen zu können. Es gibt solche Beispiele, das hat gut funktioniert. Und jetzt privat so. Jetzt kommen wir zu den privaten Tieren. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es gut für Menschen ist, ich rede jetzt primär erstmal nur für Menschen, Kontakt zu Tieren zu haben. Und gibt es ja auch viele Studien, ne? Gerade Kinder. Ja, das ist für die Sozialisierung des Menschen gut, das ist für die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein, von Empathie gut. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass es nicht falsch ist, wenn man sagt, nur was ich wirklich kenne, was ich wertschätze, was ich vielleicht auch emotional an mich heranlasse, also was ich liebe, bin ich bereit zu schützen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Also wir arbeiten zum Beispiel auch so, dass wir versuchen, Kindern und Jugendlichen Kontakt zu Tieren zu ermöglichen. Wie bei dir. Ja, das war sehr schön. Ich darf es mal anfassen, ja. Ich merke, das ist nicht glitschig, klipperig, fies. Und ich finde es klasse, wenn dann sogar meine so ein 5-jähriger Stöpke vor dir steht mit solchen Augen und sagt, boah, ist das geil, jetzt weiß ich, wie sich eine Schlange anfühlt. Das vergisst er nie mehr. Ich glaube, dass wir da diese Entfremdung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die Tiere zu was Abstrakten machen. Weil die hören ja oft ganz kurz, Markus, von Erwachsenen, oder von Frauen, Schlangen sind eklig, ja. Und so, und Spinnen sind eklig. Ja. Also Kinder übernehmen es dann einfach und haben nie einen Kontakt gehabt. Ja. Also ich rede da aber gar nicht nur über die exotischen Tiere. Ich rede auch über Katzen, über Hamster, über Meerschweinchen, über Hunde. Ich kann einem heranwachsenden Menschen oder auch einem Erwachsenen, wenn er offen dafür ist, sehr wohl im Kontakt mit einem Tier sehr, sehr vieles vermitteln, was ihn auch in diese Wertschätzung mit reinbringt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja. Und wenn es jetzt darum geht, haben wir Menschen ein Recht, Tiere einzusperren? Nein, ein Recht haben wir nie. Das steht nirgendwo verbrieft. Ich finde es trotzdem alledem in der heutigen Zeit in einem ganz krassen Gegensatz zu den 60er, 70er, 80er Jahren, können wir Tiere durch wirklich fundiertes Wissen, durch ganz hervorragend erarbeitetes Wissen so gut pflegen, dass ich behaupten will, sie leiden in Menschenobhut nicht. Ich sage jetzt bewusst nicht in Gefangenschaft. Aber dann müssen wir auch gegen die Menschen vorgehen, die ihren Hund 10 Stunden unter den Schreibtisch legen, die ihre Katze füttern, dass der Bauch am Boden schleift, die Papageien in Einzelhaltung halten, die Tiere in viel zu kleine Käfige stecken. Dann müssen wir diese Einzelfälle rausgreifen und müssen versuchen, da was zu verbessern. Aber grundsätzlich ist gegen eine sinnvolle, auf Wissen basierte und wirklich mit Engagement durchgeführte Tierhaltung aus meiner Sicht, aus biologischer Sicht, nichts einzuwenden. Wir können das als Menschen, wir müssen es nur tun. Das heißt aber nicht, dass wir bereit sein müssen, schlechte Tierhaltung, und die fängt beim Kaninchen an, da müssen wir nicht über Kobras reden, auch wirklich anzuprangern, anzusprechen, sie zu verändern. Und zu dem Wissen gehört ja eben auch jetzt im Detail, wie viel Platz brauchen die, weil gerade Reptilien brauchen doch mehr Platz, als man erst ahnt, ne? Da denkt man, es ist so klein, aber dann brauchst du ein riesen Terrarium. Ihr gebt ja gute Empfehlungen auch auf der Homepage, oder man kann sich auch in Foren umschauen, ja, dass man sich wirklich klar macht, auch bei einem Hund,
was geht eigentlich, ja? Ich kann nicht ihn da einsperren in so einer Mini-Stadtwohnung auch, ja? Also das kann ich jetzt irgendwie auch nicht sehen. Ja, ich glaube, das ist schon eine Frage des Orts, oder auch Schildkröten brauchen ja echt viel Raum, ja? Ich kann ein Tier süß finden, also genau, ich kann ein Tier ja süß finden, und ich glaube, das ist oft das, wo sich Menschen dann auch so ein bisschen verlieben in irgendwelche Tiere, aber ich kann ihm die Umstände nicht bieten und presst das Tier da trotzdem rein, ja? Ich meine, da muss ich jetzt nochmal mit dem Kaninchen anfangen. Ja. Kaninchen leben in Großfamilien. Also das sind ein Dutzend oder mehr Tiere. Da gibt es eine Hierarchie, da gibt es die alten Tiere, die die Erfahrung vermitteln, die Jungtiere, die da entspannt leben können. Die graben Gänge, die graben Baue, die müssen weiden wie eine Kuh. Da ein Blättchen, da ein Blättchen, da ein Blättchen. So muss ein Kaninchen leben. Und nur weil heute die Kaninchen Schlappohren und ein buntes Fell haben, sind es immer noch Kaninchen. Also genauso Kaninchen wie die Wilden. Und wenn ich dann sage, ja, ich möchte ein Kaninchen haben, weil es niedlich ist, und ich sperre ein einzelnes Tier in einen Käfig auf 2 cm hoher Einstreu und fütter es mit Pelletfutter. Merkst du was? Ja, dann ist alles falsch und alles schiefgegangen, was geht. Und das ist das, was ich immer wieder problematisch finde und wo ich sage, da ist ein Wildtier viel strikter als ein domestiziertes Tier. Wir sind super pragmatisch. Ja? Wir können Kühe anbinden, wir können Kaninchen in Käfige stecken in Einzelhaltung. Das ist leistbar. Und deswegen meinen wir, es ist gut. Beim Wildtier sehe ich ganz andere Zustände, nämlich dass die Gehege haben, dass die strukturiert sind, dass man ihnen das Licht bietet, das sie brauchen. Dass heute Wildtierhaltung nicht mehr vorstellbar ist mit einer Dose Katzenfutter für eine Wildkatze, sondern die kriegt ganze Tierkörper, die kriegt Beschäftigung, die kriegt Zusatzfuttermittel. Verstehst du, was ich meine? Da hat sich eine ganz andere neue Welt erschlossen, dass man nämlich anhand der Biologie sich diesen Tieren widmen kann, wenn man es denn möchte und wirklich das Engagement aufbringt. Dann ist es sehr wohl möglich. Und genau, wir erklären es aber jetzt auch hier. Mhm. Euch vor allem, weil ich habe auch für mich beschlossen, dass das bei mir und Tiere nicht geht, weil ich möchte, wenn dann gescheit für Tiere da sein, als Ort, als Mensch, als Person. Und ich bin halt einfach auch viel unterwegs. Ne? Du musst letzten Endes. Aber ich mag sie. Ist die Anschaffung eines Tieres, wenn ich wirklich ein Tier pflegen möchte, dann muss ich halt bereit sein zu sagen, okay, muss ich ständig übers Wochenende weg sein, muss ich in Urlaub fliegen oder fahren, muss ich intakte Möbel haben, muss ich mich jeden Abend rumtreiben. Mein Leben, klingt bekloppt, aber es ist so, orientiert sich sehr wohl an den Bedürfnissen meiner Tiere. Ich muss anwesend sein, ich kann nicht in Urlaub fahren. Ich finde auch niemanden, der mich, wenn ich in Urlaub wollte, mal eben 3 Wochen vertritt. Ja, kein Mensch ist so blöd und macht es für einen anderen. Mein Geld geht für meine Tiere drauf, ein Großteil meines Wohnraumes geht für meine Tiere drauf und es geht vor allem mit Freuden drauf. Und dann kann man gemeinsam leben. Wenn ich aber sage, ich will all meine Privilegien nutzen, dann kaufe ich mir am besten Steiftier. Und jedes, genau, die gibt es ja genug und dann sind die auch ziemlich, sehen sehr ähnlich aus, ne, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde, es geht einfach schon, ich fand es sehr schön mit deinem Wurm, den du eingangs erwähnt hast. Es geht ja beim kleinsten Tier auch schon los, weil Insekten sind nun mal auch Tiere, sind Lebewesen. Und ich habe das aber bei Kindern schon oft gesehen, dass die mit 3, 4 Jahren einfach, weil sie es eben von anderen Erwachsenen sehen, sofort irgendein Viech ist da, sagen sie ja dann so, ja, und draufhauen, ja. Ich hatte das mal mit mehreren Kindern erlebt, dass sie rumschreien und ich dachte, was ist jetzt los, ja. Da ist eine Spinne, da ist eine Spinne. Dann sagte ich, ja, dann lass uns doch mal hingehen und sie anschauen. Und was könnten wir denn machen? Wir können sie doch in den Garten jetzt bringen, weil die war im Raum drinnen, ja. Und, aber 3 Kinder waren kaum zu halten und wollten die auch gleich töten, ja. Aber ich habe die dann schon sorgsam mit allen, da waren viele nicht dran gewöhnt. Und Kinder rannten auch weg, ja. Oh nein, eine Spinne. Und so sage ich, komm her. Die macht ja gar nichts, ja? Und es war schon eine schöne Erfahrung. Ich meine, nehmen wir mal als Beispiel die Stadttaube. Natürlich ist sie ein Problem. Es kann kein Mensch schönreden, ja, die Tauben vermehren sich das ganze Jahr, weil Idioten sie füttern. Dann haben die auch im Winter Junge, also deswegen sind sie ein Problem. Trotzdem ist das Individuum in der Regel ein unglaublich schöner,
sehr faszinierende Vogel. Geh mal offenen Auges durch die Fußgängerzone. Wie viele Kinder treten achtlos und mutwillig gegen die Tiere? Und ich finde, da sind Eltern gefordert, da sind Passanten gefordert, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern liebevoll, indem man sagt, hey, stell dir doch mal vor, da käme jetzt so ein Riesending da an und tritt nach dir, du hast niemand was getan. Wenn du die erwischt, bricht die einen Flügel, kann sie nicht mehr fliegen, stirbt sie. Wie man ihnen das erklärt, ist wurscht, aber ich glaube, wir müssen es ihnen erklären. Da sind wir wieder bei dem, was der Einzelne an Wertschätzung nach außen trägt, indem er es vorlebt. Ja, oder Markus, über die Schönheit, dass man sagt, guck mal, also ich habe das mit der Spinne so gemacht, guck mal, was die auch Schönes hat und so. Also, dass man über das, dass es da einen Wert hat. Und die Taube, neulich ist auch eine, da war ich in der U-Bahn, da ist die da so rumspaziert, ja. Und ich habe auf die U-Bahn warten müssen und habe die mal, jenseits dessen, sie irgendwie einzuordnen als Taube, einfach mal als Wesen, das hier ist, angeguckt, so ganz fremd. Und habe dann so gestaunt über... wie sie so aussieht. Also ich glaube, das hilft auch manchmal, nicht immer in eine Kategorie zu gehen, sondern in eine neue Begegnung mit Tieren. Ja. Ist ja auch lustig, wie leicht man letzten Endes Menschen beeinflussen kann. Muss ich jetzt ein Geschichtchen aus meinem Privatleben erzählen? Ich bin so ein Morgenmuffel, ne? Und wenn ich dann morgens 2 Stunden meine Kaffeetasse anstarre, komme ich nicht in die Pötte. Und habe dann irgendwann beschlossen, Mensch, du hast einen Kaffee direkt über die Kreuzung, geh doch da morgens deinen Kaffee trinken. Und es sitzen ja dann doch früh morgens immer dieselben Leute da. Und da hat sich so ein Altherrenkränzchen gebildet. Also wir sind manchmal 4, 5... Zählst du dich da dazu? Ja, natürlich das heißt, 4, 5 Männer über 50, sagen wir jetzt mal so, die da ihren Kaffee trinken, ein bisschen ratschen. Und letzten Sommer gab es viele Westen. Früher tranken wir ja Bier um die Zeit auch. Ja, oder gibt's ja heute immer noch? Ich kann auch nicht mal abends eins trinken. Und es waren halt Wespen unterwegs und einer dieser alten Herren klatschte da auch mit der Zeitung drauf. Und da sage ich, hey, jetzt guck dir die doch mal an, die will von dir gar nichts, ja, die klaut dir vielleicht ein Stück von deiner Butterbrezel, aber mehr nicht, lass sie doch einfach. Mittlerweile, wenn da Wespen fliegen, sagen meine anderen Jungs, ach komm, geh zu Papi, da darfst du mitessen. Es wird aber keine mehr erschlagen. Und schön. Das finde ich geil und das nehmen die mit nach Hause, das erzählen die ihren Enkeln. Und da finde ich, kann ich auch was erreichen. Weil in uns allen ist es, was gar nicht so zu greifen ist. In uns allen lebt das Leben einfach. Ja? Also selbst im Allerkleinsten. Ja, ja. Ja, aber es ist irgendwie so was ganz Großes, Faszinierendes. Das auch wirklich immer zu spüren, dass wir ja von so viel Leben umgeben sind. Und das hat ja auch so viel Schönheit. Und da kann man ja dann auch, ist vielleicht zu religiös für manche der Begriff, aber eine gewisse Demut auch entwickeln. Da setze ich jetzt noch einen drauf. Ja. Es gibt einen indischen Spruch aus den Veden, der besagt, Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und wacht auf im Menschen. Also wir können... wenn wir religiös sein wollen, Gott in allem sehen, was uns begegnet. Mir geht es nicht ums Religiöse, sondern mir geht es um diesen Ausdruck dieses ungeheuren, ja, dieser Power, die man Leben nennt, die ich in der Ameise genauso sehen kann wie in einer Orchideenblüte oder in meinem Nachbarn, der mir morgens im Treppenhaus begegnet. Und ich glaube, wenn wir es ein bisschen mehr schätzen, kriegen wir es hin. Oh, also Ich finde, das ist jetzt so wunderschön gesprochen und es wäre auch so, was hast du für ein Gefühl, mein Gast soll entscheiden, ob für ihn jetzt Schluss ist, ob er noch gerne etwas loswerden wollte. Ich hätte jetzt so einen Punkt gesetzt, aber ich überlasse es dir, weil vielleicht ist dir noch was wichtig, Marco. Nein, ich denke, wir können diesen Punkt durchaus hier setzen und ich hoffe, dass ihr da draußen, die ihr ja unendlich viele seid, also ich bin da ja völlig blond, ja, für mich ist das halt Premiere, es war in manchen Ecken esoterisch und es war vielleicht auch manchmal ein bisschen krass formuliert, aber ich glaube, wenn ihr einfach mal hinguckt und euch nur mal freut an so einem kleinen Schmetterling oder einer Biene oder einer Blüte oder auch die Wertschätzung für ein Stück Fleisch, das ihr esst, das ihr auch genießen sollt und durchaus haben könnt, einfach merkt, da war mal ein Lebewesen dahinter, dann haben wir schon ganz viel mitgekriegt. Und was meine Hoffnung ist, weil ich bin ein alter Sack, ihr seid jung, ihr seid tough, ihr seid fit, ihr könnt's reißen. Tut's bitte. Und schreibt uns auch in die Kommentare eure Erfahrungen mit Tieren, mit Lebewesen. Wie geht ihr um? Was sind eure Inspirationen? Also
es ist immer schön, wenn sich eine Diskussion aus dem ergibt, was wir jetzt so vordiskutiert haben und euch einige inspirative oder inspirierende Gedanken mitgegeben haben. Lieber Markus Bauer, es war eine große Freude, mit dir zu sprechen. Schön, dass du gekommen bist, dir Zeit genommen hast. Es war mir eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für deine vielen Impulse. Markus Bauer war heute Gretchens Gast.